Hallo und herzlich willkommen Hamburg bei Hamburg One. Wir sind immer noch Koral von den Kitchen Guerilla. Wir sind Patrick Rüther von der Tellerrand GmbH, von der Bullerei, vom Überquell und tausend anderen tollen Gastronomien. Und ich bin immer noch Jo von Salt and Silver. Wir sitzen heute hier, weil wir euch ein bisschen was über die Hintergründe und über alles, was so hinter den Kulissen vorgeht, erzählen wollen zum Thema Kochen für Helden. Heute ist unsere Crowdfunding-Kampagne online gegangen und ihr könnt uns jetzt direkt unterstützen. Wir zeigen euch, damit ihr ein bisschen wisst, was direkt abgeht, mal unser Crowdfunding-Video und danach erzählen wir euch ein bisschen was dazu. Maultaschen und Eierspätzle, Babyaubergine, Entenbrust, Nürnberger Rostbratwürste mit tomatisierten Sauerkraut. Hallo liebe Corona-geplagte Weltgemeinschaft da draußen. Insbesondere du, meine liebe, geliebte Stadt Hamburg, bist gemeint. Ich bin Jo von Salt and Silver und ich engagiere mich mit einigen anderen Gastronomen hier in Hamburg für das Projekt Kochen für Helden. Gegründet ursprünglich in Berlin, haben wir es adaptiert und hier in Hamburg mittlerweile recht groß gemacht. Die Idee ist folgende. Während unsere Gastronomiebetriebe geschlossen bleiben, nutzen wir unsere Fähigkeiten, Ressourcen und unsere Küchen, um für diejenigen zu kochen, die es gerade selber nicht können. Das sind unsere Alltagshelden. Wir kochen für Helden. Konkret sind das vor allem alle Funktionsberufsgruppen, das heißt Ärzte und Ärztinnen, Pfleger und Pflegerinnen, Krankenwagenfahrer, Sozialarbeiter in Obdachlosenstationen, Supermarktkassierer und Supermarktkassiererinnen, also am Ende alle, die den Laden gerade am Laufen halten. Aus einer ursprünglichen Geste der Dankbarkeit ist in nahezu 10 Tagen eine fast flächendeckende Grundversorgung geworden. Der Bedarf liegt mittlerweile bei über 2000 Essen pro Tag und das können wir einfach nicht mehr kostenfrei zur Verfügung stellen. Wir laufen auf Hochtouren mit dem gesamten Team und das bedeutet immense Kosten. Diese Kosten tragen wir selbst, obwohl den meisten unserer Gastronomien das Wasser bis zum Hals steht. Deshalb brauchen wir eure Hilfe, helft uns dabei, denen zu helfen, die das ganze System hier überhaupt noch am Laufen halten. Dafür gibt es eine Menge Liebe von uns, euren Hamburger Gastronominnen und Gastronomen. Dankeschön. Ja, das war schon mal ein erster Einblick. Mit dabei haben wir übrigens auch noch Anne aus dem Clipkrog. Die wird euch gleich von zu Hause aus begleiten und uns ein bisschen was erzählen zur Organisation dahinter. Es ist, ihr habt es ja vielleicht im letzten Chart gesehen, nämlich riesig geworden. Wir haben mittlerweile über 16.000 Mahlzeiten ausgeliefert, zubereitet und ausgeliefert an Obdachlosenstationen, an alle möglichen Pflegeheime, Krankenhäuser, Apotheken, an Supermarktkassiererinnen und Kassierer, also an alle Menschen in Funktionsberufen, die das gerade dringend brauchen. Anne hat das ganze Organisatorische dahinter fast auf eigene Faust gemacht. Die macht die komplette Bedarfsermittlung, sie guckt, wo muss eigentlich was hin, wo wird Hilfe gebraucht, dann verteilt sie das auf die teilnehmenden Restaurants auf und kümmert sich mittlerweile auch um Warenannahme und ganz viele andere Themen. Auch mit dabei und mindestens genau von den Clubkindern. Wink mal, genau, Janis. Das ist unser guter alter Freund Janis, der mit seinem gemeinnützigen Verein dieses Projekt Kochen für Helden Hamburg begleitet. Er sorgt dafür, dass die Spendenabwicklung von unserem Crowdfunding transparent und fair abläuft und kümmert sich darum, dass von Vereinsseite her alles im Lot ist. Habe ich das so richtig gesagt, Janis? Absolut. Ich muss mich erst in dieser Rolle als Moderator zurechtfinden, das habe ich noch nie gemacht. Machst aber super. Wahnsinn. Machst du wirklich sehr gut. Okay, ich würde gleich mal gerne das Wort an Koral übergeben. Der hat nämlich in den letzten 4 Wochen gemeinsam mit Patrick und mir eine ganze Menge angeschoben und kann uns super erklären, warum wir hier überhaupt sitzen. Als diese Krise losging, haben wir uns ganz schnell als Hamburger Gastronomen, die Sie auch schon vom Frühjahr kennen, mal zusammengetan und uns Gedanken darüber gemacht, wie können wir reagieren, was können wir tun, weil wir festgestellt haben, dass es ernster wird und wir nicht genau wissen, keiner von uns, inklusive die Regierung, was jetzt auf uns zukommt. Aber eine Sache war für uns alle ganz klar, dass Gastronomie davon massiv betroffen wird. Und unsere erste Reaktion war dann,
Richtung Regierung, zu sagen, ey, wir haben Fragen, wir brauchen Antworten, lass uns im Gespräch bleiben, weil wir festgestellt haben, in Krisensituationen ist das Allerwichtigste, was man machen muss, ist ein gesundes Kommunikationsnetzwerk aufzubauen. Diesbezüglich haben wir erstmal einen offenen Brief an Hamburger Senat geschickt und dann haben wir eine bundesweite Petition gestartet, wo wir mittlerweile bei 100.000 Unterschriften sind, glaube ich, fast, mehr oder weniger. Ja. Und danach haben wir auch weitere Projekte entwickelt, unter anderem Kochen für Helden Hamburg, was in Berlin von Max Steuer gestartet wurde und mittlerweile flächendeckend in Deutschland als eine ehrenamtliche Initiative jetzt fortgeführt wird von verschiedenen Gastronomen und mittlerweile sogar seit heute in Istanbul, haben wir in Hamburg in kürzester Zeit ich muss sagen, wahnsinnig gut strukturiert und organisiert mit mehreren Gastronomen zusammen auf die Beine gestellt. Und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir festgestellt haben, diese Krise wird jetzt nicht von heute auf morgen aufhören. Also wir brauchen langsam Unterstützung, weil wir zurzeit gerade mit über 100 Mitarbeitern ehrenamtlich an dem Projekt arbeiten, die alle, fast alle, in Kurzarbeit sind und auch teilweise auch unsere Kosten nach wie vor von verschiedenen Gastronomien und Läden mal ja, erzeugt werden, in Eigenleistung und Regie diese Initiative angeschoben haben. Und jetzt sind wir an der Stelle, wo wir sagen, hey, liebe Hamburger, liebe Hamburg, wir brauchen eure Unterstützung. Ja, ich glaube, man kann dazu vielleicht sagen, dass wir selbst überhaupt nicht damit gerechnet haben und das auch nicht geplant haben, was da passiert. Also dass aus einer Geste der Dankbarkeit im Prinzip eine flächendeckende Versorgungsstruktur wird, damit hätten wir auch in unseren kühnsten Träumen nicht gerechnet. Also davon wurden wir auch überfallen. Wir wollten eigentlich nur Danke sagen, was Gutes tun, in einer schweren Zeit ein positives Signal schicken. Und dann haben wir festgestellt, oh mein Gott, es wird in der ganzen Stadt überall händeringend nach Verpflegung und Versorgung gerufen. Und dann haben wir angefangen, diese Versorgung einfach zu decken und haben das plötzlich überall, wie soll man sagen, aufgebaut eigentlich. Wir haben eigentlich reagiert auf eine Notwendigkeit. Und ich glaube, da kann Patrick auch noch ein bisschen super was dazu erzählen, warum wir uns jetzt mit einem Crowdfunding an euch wenden. Wir sind selber in Geldsorgen. Wir haben selbst keine Einnahmen. Also wir bei Salt and Silver haben, abgesehen von einigen Gutscheinen, keinerlei Einnahmen. Und wir haben trotzdem jetzt massiv irgendwie unsere Küchen unter Volldampf am Laufen. Die Stromrechnung läuft weiter. Ich glaube, da haben wir jetzt zum Glück ganz tolle Stromanbieter, die von Greenpeace uns jetzt... Hamburg Energie auch. Uns jetzt den Strom für 2 Monate zumindest schon mal... Wärme Hamburg ist dabei, uns zu unterstützen. Also wir bekommen auch, muss man auch dankbarerweise dazu sagen, von der Industrie, von Hamburger lokalen Unternehmen und darüber hinaus von unseren Großhändlern eine wahnsinnige Unterstützung, was Warenbeschaffung angeht. Nach wie vor ein Riesendank. Kann man nicht anders sagen. Ja, weshalb starten wir dieses Crowdfunding? Also meine Stärke ist nicht, wahrscheinlich unsere aller Stärke ist es nicht, um Geld zu bitten oder um Unterstützung zu bitten. So, deshalb sind wir auch von Anfang an anders gestartet mit unserem offenen Brief, der mit dem Hashtag unterlegt war, wir sind bereit. Sodass wir von Anfang an klar gemacht haben, wir halten uns als Gastronomie für systemrelevant, nicht nur um Menschen zu sättigen und durch diese kleine Zellenstruktur auch sehr schnell, vielleicht sogar schneller als so manch staatliche Hilfe, bereitzustehen und Unterstützung leisten zu können, sondern wir sehen auch noch eine weitere Funktion darin in der Gastronomie, indem wir Menschen zusammenbringen, indem wir sie versorgen mit emotionalen Dingen. Und ja, wie gesagt, ihr habt es ja schon angesprochen, wie viel, was das mittlerweile für eine Bewegung ist, wie viel Essen da jeden Tag zubereitet werden und ausgeliefert werden. Und das eben alles aus unseren bestehenden Küchen. Teilweise kaufen wir schon Verpackungsmaterialien dazu. Natürlich haben wir eben neben Strom, Benzin, Wasserkosten, die Organisationskosten. Das ist ja eben auch alles Zeit, die da reinfließt, die wir da sehr gerne reinstecken. Unsere Läden sind ja in den meisten Fällen zu. Aber es gibt eben auch eine Menge andere Sachen zu tun, zum Beispiel das sich kümmern um mögliche Hilfen, die wir allerdings, ich glaube, das kann man so durch die Bank weg sagen, nicht für wirklich ausreichend halten. Das soll jetzt gar nicht überheblich klingen, nur es ist so, dass uns, genauso wie vielen, vielen anderen Branchen auch,
die Umsätze wegbrechen und die auch nicht wiederkommen werden. Das heißt, die Idee, uns jetzt mit Krediten, auch wenn sie sehr günstig und langfristig sind, zu versorgen, die geht so ein bisschen fehl, weil wir die Umsätze, für die wir jetzt Kredite aufnehmen müssten, nicht weitermachen werden. Das heißt, das Geld, was wir dann zurückzahlen müssen, das werden wir nicht doppelt einnehmen. Also deshalb, und die Zuschüsse, also bei allem Respekt für das, was die Politik gerade macht und an riesigen Schritten macht und über Schatten, über die sie springt, unserer Branche und sicherlich vielen anderen Branchen wird es leider nicht ganz gerecht. So, aber statt da jetzt nur drüber zu lamentieren, lenken wir uns wieder lieber ab, geben uns, unseren Mitarbeitern Hoffnung, tun dabei noch sehr Gutes und erfüllen wirklich einen ganz offensichtlich vorhandenen Need, wie Joe das eben auch sagte. Wir dachten am Anfang, wir nutzen ein paar Lebensmittel, die übrig geblieben sind von unseren Lieferanten und die in unseren Küchen sind und sagen Danke den Funktionsberufsträgern, Funktionsgruppenträgern, inklusive eben auch dann Obdachlosenheimen, Flüchtenden, Unterkünfte und so weiter. Und daraus sind jetzt Anfragen gekommen mit weit über 1000 Essen für einzelne Institutionen und Ähnliches, was wir so eigentlich gar nicht richtig abbilden können und wollen, wobei wir unser Bestes tun. Und da ist vielleicht Anne jetzt mal an der Reihe, die ja die Chefin der Logistik sozusagen ist und der Koordination, vielleicht da auch ein bisschen noch genauer was zu sagen, in welchem Umfang das denn alles stattfindet tatsächlich. Ich glaube, das kann man sich fast gar nicht vorstellen, wenn man da nicht drin steckt. Was ich besonders überraschend fand, dass wir, glaube ich, am Freitag gestartet sind und zwei Tage später ist eigentlich mein E-Mail-Postfach explodiert. Und so schnell kannst du gar keine E-Mails beantworten und Telefonate führen, wie diese E-Mails eingegangen sind. Also uns hat alle dieser Bedarf total überrollt. Wir haben jetzt auch schon, ich weiß nicht, ich würde mal sagen, ein Drittel untergebracht und abgedeckt, aber zwei Drittel sind auf der Warteliste, die wir gerne bedienen würden, aber nicht können, weil wir es einfach nicht schaffen und weil uns Manpower, Geld, also eigentlich alles fehlt, um das abzudecken. Und deshalb ist die Crowdfunding-Kampagne auch so wichtig. Und mal abgesehen davon, von Verpackungen, Leute, die uns beim Ausliefern helfen etc., das hat natürlich irgendwie alles seine Grenzen. Und bei dem Volumen, was da angefragt wird, brauchen wir auf jeden Fall Hilfe. Kannst du mal vielleicht noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ich erinnere mich, dass einer der ersten Empfänger, die sich bei uns gemeldet haben auf unser Angebot hin, war zum Beispiel eine Feuerwehr-Rettungswache, wo zwei Rettungswächter, oder wie nennt man die, den ganzen Tag zu zweit isoliert in einer Garage stehen und alle Rettungsfahrzeuge den ganzen Tag über desinfizieren, nach jedem rein und raus. Was für ein harter Job. Und die haben da eine Kaffeeküche. Die haben da nichts weit und breit, nirgendwo. Es gibt keine Restaurants mehr, die sind ja alle geschlossen. Was sollen die essen? Sollen die von Schokoriegeln leben? Es ist tatsächlich also nicht einfach nur so nett, sondern da kamen so richtige verzweifelte Mails bei dir an. Kannst du da so ein paar Geschichten von erzählen? Ja, also an die beiden erinnere ich mich ganz besonders gut, weil die wurden irgendwann auf 24-Stunden-Schichten umgestellt und waren tatsächlich so ein bisschen verzweifelt. Und bei den ganzen Institutionen ist es auch das Problem, dass viele in Quarantäne sind. Dadurch werden die Schichten verlängert oder verdoppelt und die Leute sind einfach schon total kaputt. Also ich habe die ersten Tage, glaube ich, nur telefoniert mit Krankenhäusern, Rettungsleitstellen, Sozialstationen etc. Und das war emotional auch ganz schön intensiv, weil viele Leute ihre Schichten erzählt haben, was da gerade so passiert. Und mir ist erst über diese Gespräche das ganze Ausmaß bewusst geworden, was davon Bedarf ist, was die Leute gerade leisten und was die für einen krassen Job da machen und wie viele das einfach sind. Ja, mittlerweile sind es ja ganze Krankenhausabteilungen oder sogar ganze Kliniken, die von uns versorgt werden, weil die mittlerweile gar keine Kantine mehr haben. Ja, wir hatten ja teilweise Anfragen von ganzen Krankenhäusern, wo wir dann auch sagen mussten, es tut uns leid, das schaffen wir nicht, würden wir gerne, aber das ist nicht möglich. Bitte guckt mal, dass ihr erstmal die Abteilung auswählt, wo es richtig brennt und wir versuchen, die erstmal zu versorgen und bei den anderen gucken wir dann oder wir finden irgendwie ein Rotationsprinzip. Also das Fazit von allem ist eigentlich, dass die Anfragen, die täglich reinkommen,
nicht abreißen. Wir immer wieder versuchen, alle unsere Kapazitäten hochzufahren. Also wir haben ja auch alle mit vielleicht weniger Essen gestartet, nach jeder Woche irgendwie noch gemerkt, okay, wir haben noch ein bisschen Luft, wir können noch ein bisschen Gas geben, wir können noch mehr Essen machen. Aber wir merken ja jetzt selber alle, dass der Bedarf, der tatsächlich da ist, gar nicht abzudecken ist, wenn wir nicht irgendwie noch ein paar Restaurants mit dazu holen, wenn wir nicht irgendwie noch ein bisschen Manpower mit dazu holen und vor allen Dingen auch Material, Waren etc., also dieser ganze Apparat, der da dran hängt. Meine persönliche Hoffnung ist ja ehrlich gesagt, dass die Stadt das jetzt erkennt. In München beispielsweise, habe ich gelesen, haben sie es schon erkannt. Da übernimmt die Stadt die Versorgung der Funktionsberufsgruppe. Also man muss dann quasi im Krankenhaus, in der Kantine nicht mehr selbst bezahlen für sein Essen. Das ist eine Sache, die ich gelesen habe. Ich frage mich ja so ein bisschen, also wir machen da ja eigentlich eine Aufgabe, die gar nicht unsere wäre, wenn wir sie uns nicht aktiv genommen hätten. Was passiert mit den ganzen Leuten, die wir nicht abdecken können? Wie kommen die über die Runden? Und wird es nicht vielleicht Zeit, dass dort auch auf politischer Ebene mal darauf eingegangen wird, vielleicht so eine Bewegung wie unsere, so eine Struktur, die wir schon aufgebaut haben, auch genutzt werden kann? Wenn wir Mittel bekommen würden, dann könnten wir aus zwei Küchen mit unseren Angestellten massiv viel mehr reißen, als wir es jetzt so mit gespendeter, vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum stehenden Waren beispielsweise möglich ist. Glaubt ihr dran, dass da noch mal was kommt von Politik, von Stadtseite her bei uns? Das ist eine ernst gemeinte Frage, Leute. Ja, also wir brauchen da erstmal Gesprächspartner, oder? Weil die sagen, schön wär ein Gesprächspartner. Also nochmal, das soll ja kein Gemecker sein. Ich glaube, die Politiker haben auch eine ganze Menge zu tun. Ich glaube, die tun auch alles, was sie können. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich weiß nicht, ob die immer unternehmerisch denken und generell die richtige Denke da haben. Also deshalb ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir erstmal angefangen haben und einfach gemacht haben und nicht überlegt haben. Und natürlich wäre es total wünschenswert, aber wir haben uns ja auch schon damit beschäftigt, wie kompliziert das wird. Wir übernehmen eine richtige Rolle irgendwie. Und es ist eben nicht mehr so einen netten Kuchen vorbeibringen bei einer Kassiererin, sondern es ist richtig. Geht in Richtung strukturelle Verpflegung. So, und wir sind eigentlich nur Gastronomen und betreiben Restaurants und keine Großküchen-Ausfahr-Lieferdienstorganisatoren. Ja. Also alleine, wir haben bisher im Durchschnitt sozusagen 16.000 Essen geliefert, oder? Richtig? Ja. Also alleine, wenn man grob von 5 Euro ausgeht, reden wir über 80.000 Euro Portionswert, was man. Ich will damit jetzt nicht das groß machen, was wir geleistet haben, aber das ist Fakt. Das haben wir schon getan. Und zwar ehrenamtlich. Und zwar dank mit Warenunterstützung. Aber all die Leute, die da in den Küchen stehen und auf Kurzarbeit sind, machen das auch ehrenamtlich. Das ist schon eine fette Leistung bisher gewesen. Ja, man fühlt sich gar nicht so, weil man so damit beschäftigt ist, dass alles irgendwie, man hat ja das Gefühl, man ist nur am Scheitern. Man bekommt immer mehr solche Anfragen geschickt. Man muss denen sagen, sorry, wir können nicht mehr noch mehr ableisten. Wir überlegen schon, sollen wir vielleicht versuchen, alle zu beliefern, aber nur einmal die Woche. Es ist tatsächlich, also jeden Tag ist man erneut mit so Herausforderungen auf sich gestellt, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat. Ne? Und ich glaube, da muss man auch sagen, so, wir wollen ja nicht jammern, sondern wir haben uns das ausgesucht, wir wollten das machen und wir machen es auch sehr gerne. Und deswegen, liebe Hamburgerinnen und Hamburger, haben wir gesagt, ey, wenn wir das für Hamburg machen, dann machen wir es mit euch, unterstützt uns dabei, checkt unsere Crowdfunding-Kampagne ab, fragt uns gerne alles, was ihr fragen wollt. Uns ist Transparenz extrem wichtig. Jeder, der Geld einsammelt, muss auch genau zeigen, wohin geht das und wofür wird es gebraucht. Da haben wir wahnsinnig lange im Vorfeld drüber gesprochen. Das ist ja auch ein bisschen Jannes Part am Ende des Tages, der mit seinem Club Kinder e.V. die Spenden sammelt. Es wird keiner 1 Euro Gewinn machen. Da sind wir uns ganz sicher. Also wir versuchen im Prinzip, unsere notwendigsten Kosten abzudecken. Und da war eine der Schwierigkeiten, von denen Jannes vielleicht auch was erzählen kann. Wo fängt Gemeinnützigkeit an und wo hört sie auf? Ja, moin moin, meine lieben Matrosen. Ich weiß nicht, ob ihr mich hören könnt. Fantastisch. Hier. Ja, das ist doch wunderschön. Erstmal, ihr seht alle ganz toll aus. Oh. Herr Koral, bei dir und bei mir schalten perspektivisch Leute ein bisschen ab. Und bei Anne und Patrick schalten sehr viele Leute zu.
Das heißt, wir müssen vielleicht unsere Redeanteile noch mal ein bisschen überdenken. Weil ich das hier die ganze Zeit live verfolge. Aber in der Tat, Jo, wie du das gesagt hast, erstmal liebe Grüße an euch alle und danke, dass ihr das macht. Die Gemeinnützigkeit ist in Hamburg und Hamburg ist dort tatsächlich deutschlandweit Vorreiter, gerade etwas gelockert worden, was nicht heißt, dass das weniger transparent ist oder dass jetzt irgendwie die Türen offen sind für Mauscheleien, sondern es ist zum Beispiel der Aspekt, was ist gemeinnützig beim Finanzamt, gelockert wird und wir zum Beispiel, wir sind ein gemeinnütziger Verein, der sich um Geflüchtete kümmert, der sich um alleinstehende Senioren kümmert, der sich um Tierschutz kümmert und so weiter und das muss alles immer sehr explizit von unserer Satzung gedeckt sein, was wir tun. Im Moment ist es so, dass auch Feuerwehrleute und Köchinnen und Mitarbeiter aus dem UKE als gemeinnützig eingestuft werden. Das bedeutet, dass wir sozusagen sehr viel breiter und sehr viel effektiver sammeln und helfen können, als es normalerweise der Fall ist, wenn wir nicht Corona haben. Das ist jetzt kein besonders positiver Aspekt an dieser Krise, aber das ist zumindest, wie wir das ja schon seit 16 Uhr heute ein bisschen umkreisen, eine Erleichterung, die wir alle gerade haben und die unsere Gesellschaft gerade hat. Und wir versuchen eben, dass immer so auszulegen, dass wir das Maximale helfen können und dass wir das Maximale von jedem Euro dem guten Zweck zuführen können. Und mein lieber Jo und mein lieber Patrick und mein lieber Koral und meine liebe Anne, da sind wir ja alle auch schon sehr geübt. Denn das ist ja auch nicht unsere erste Soli-Gastro-Veranstaltung, sondern ja unsere vielfachste schon. Wir haben 2015 für Geflüchtete gespendet. Wir haben sofort drei Viertel Barbecues und Welcome Dinner gemacht für die Geflüchteten in der Situation. Wir haben 2018 einen ganzen Monat gemeinsam ein Pop-Up-Restaurant für Hinz und Kunst betrieben mit 25 von euch, 25 Restaurants, 25 Tage lang. Und wir kochen ja seit Jahren, oder beziehungsweise ihr, seit Jahren an Weihnachten für Obdachlose in der Bullerei alle möglichen Charity-Veranstaltungen, die wir machen. Das heißt, das Team ist eingespielt und effektiver kann man es eigentlich fast gar nicht machen und es bleibt aber trotzdem eine Notsituation. Danke. LKW vorbeigefahren. Ja, von wegen Redeanteil, vielleicht kann die liebe Anne uns ja noch mal so ein bisschen was erzählen dazu. Wie lange wollen wir das eigentlich noch machen? Wie lange schaffen wir das eigentlich noch? Ja, wie lange wollen wir das machen? So lange, wie es dauert, würde ich mal sagen, oder? Also da sind wir uns alle einig, uns, oder? Es hat ja keiner von uns einen richtigen Plan, wie lange das geht. Also können wir im April unser Läden wieder aufmachen? Geht hier das Leben weiter? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, meine Schätzung ist jetzt eher so, dass wir den April und den Mai noch weitermachen und vielleicht auch darüber hinaus. Und ich glaube, was daraus entstanden ist, wollen wir auch alle vielleicht eventuell weiterführen. Und jetzt habe ich einen Faden verloren. Entschuldigung. Wir haben alle noch gar keinen Faden gefunden in der Sache, habe ich das Gefühl. Ja, sorry, ich habe tatsächlich heute so einen Tag, wo mein Kopf so ein bisschen aussetzt zwischendurch, weil die letzten zwei Wochen oder drei Wochen waren so intensiv und arbeitsintensiv und emotional intensiv und einfach, also auch schön, sehr schön. Möchte ich hier nochmal sagen, mit euch allen. Deshalb, ich habe so ein paar Verschleißerscheinungen, glaube ich. Deshalb entschuldige ich mich. Aber auf jeden Fall, ich gehe davon aus, dass wir das noch eine ganze Weile machen und ich gehe auch davon aus, dass der Bedarfsstrom nicht abreißt, weil ich habe nicht das Gefühl, dass sich mein E-Mail-Postfach entspannt. Ganz im Gegenteil. Es ist nicht mehr ganz so schlimm wie in den ersten zwei, drei Tagen, wo ich morgens wirklich ehrfürchtig den Laptop aufgeklappt habe und so reingeluschert habe und dachte so, ach du grüne Neune, wie soll ich das schaffen? Also es wird auf jeden Fall ein bisschen beherrschbarer und wir sind ja auch erstaunlich organisiert, also dafür, dass wir mit mehreren Gastronomen im Prinzip ein Catering-Unternehmen aus dem Boden gestampft haben innerhalb von Tagen, läuft das, finde ich, ziemlich geschmeidig. Und oder seht ihr das anders? Nein. Nee, das ist tatsächlich irre. Und auch diese Allianzen, die sich da geschmiedet haben in dieser Krise, die sind sehr,
interessant und schön und spannend. Und das ist tatsächlich auch eine positive Sache, die uns allen, glaube ich, Kraft gibt. Weil nichts tun ist das Schlimmste für Leute wie uns. Genau. Und vielleicht ist es auch wichtig, nochmal aufzuzählen, wer denn da eigentlich alles mit dabei ist. Wer da von Anfang an mitgezogen hat und sofort mit Vollgas am Start war. Das war zum einen der liebe Fabio Hebel aus dem Restaurant Hebel, der jetzt auch ein zweites noch gerade aufmacht oder aufmachen wollte. Da ist leider Corona in den Weg gekommen. Die XO Seafood Bar. Dann ist dabei das Restaurant Jellyfish, ein wunderbares Fischrestaurant, das ich selbst sehr schätze. Das Restaurant Heldenplatz ist mit am Start. Natürlich die Restaurants um Tim Melzer und Patrick Rüther. Das ist die Bullerei, die Gute Botschaft und das Überquell. Wir von Salt and Silver waren natürlich auch von Anfang an mit am Start. Und ich glaube, das war die Gründungscrew, richtig? Pitchen-Guerilla halt noch. Oh! Ich bin dich schon so gewohnt, ich dachte, du gehörst zu meiner Firma. Und Anne. Bist du gar nicht bei Salt and Silver. Und das Clip. Ja, weil ihr hier dabei seid, meine ich. Da ist es ja logisch. Klar. Ja, aber darüber hinaus sind auch mehrere gekommen. Vielleicht kann Anne noch sagen, also wir sind mittlerweile über 10 Gastronomen, richtig? Ja, also wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge Anfragen noch von Leuten, die mitmachen wollen. Die Werteköche sind noch dazu gekommen gerade und ich habe jetzt, glaube ich, noch so, ich würde mal sagen, 10 in der Pipeline, die ab nächster Woche gerne starten möchten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass mit denen zusammen wir das auch ganz gut wuppen können. Ja, umso wichtiger ist es, dass bisher sind, glaube ich, 8.500 Euro in den ersten paar Stunden zusammengekommen. Das ist schon mal eine echt tolle, stolze Summe. Wir hoffen, das wird noch sehr viel mehr. Wir hoffen, dass wir es bis ins Sechsstellige schaffen. Dann ist es realistisch, dass wir tatsächlich über die nächsten Wochen und Monate diese Versorgungsstruktur aufrechterhalten und ausbauen können. Ich weiß es nicht. Gibt es da draußen eigentlich ein paar Fragen, Janni, die wir beantworten sollen? Ansonsten wollen wir das jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich glaube, wir haben alle ein bisschen was erzählt. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Wenn ihr Fragen zu irgendwas habt oder Angebote vielleicht sogar, schreibt uns eine Nachricht, eine E-Mail. Wir sind auf jeden Fall sehr offen für alles und unsere Ohren auch. Fragen gibt es offenbar jetzt keine. Dann würde ich sagen, Leute, back to work. Wir haben noch viel aufzubauen, viel zu schaffen. Liebes Hamburg, hilf uns dabei. Und wir freuen uns trotz allem auf die kommenden Wochen und auf das, was ansteht. Danke, riesen Dank an Clubkinder, würde ich sagen. Genau. Ja, die danke. Uns da mit deren Vereinsstrukturen wahnsinnig unterstützen. Und an Anne für die tolle Organisation. Mua. Alles sehr gerne. Macht's alle gut. Ciao, Hamburg. Bleibt safe und bis bald.